Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Monsters. Im letzten Part haben wir ein bisschen uns in den alten Welten umgeguckt nochmal. Wir haben versucht, den einen Zyklopen zu zählen, hat nicht so geklappt. Wir haben nochmal ein bisschen das Kolosseum gemacht. Da waren wir ein bisschen rasiert, zumindest das erste. Danach wurden wir wegrasiert. Und jetzt werden wir entweder das Kolosseum oder zum Labor gehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Labor. Er hatte irgendwas gesagt, dass der ja auch erst richtig starke respektiert. Ach stimmt, so, ja, ich glaube, Kolosseum macht mehr Sinn. Na egal, wir können ja nochmal mit ihm reden erstmal. Ich kann trotzdem mal vielleicht gucken, ob er was anderes sagt. Jup, 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 jup. Nee, er möchte nicht. Wir sind noch nicht, aber wir haben im letzten Part ja auch schon gefightet. Einmal erfolgreich, einmal, naja, ein Kampf gerade so und dann war es tot. Dann war vorbei. Rinder. Naja, gut. Mach's wieder so, darfst nicht hingucken. Ja doch, doch, diesmal schon. Bist du kalt? Jo. Ja. Do you want to enter? Oh, du bist, ne? Come back. Doch, will ich. Och, warte mal, guck erstmal, wie viel Geld du hast, kurz. Oh. Wir machen das. 1300, okay. 50 Münzen. Das schalten wir dann gleich erstmal die nächsten Dinger frei. Wir haben gegen die Flotte Lotte verloren im letzten Part. Ja, das sind Pilze, ich erkenne sie. Was erkenne ich noch? Da ist so ein Golem-Ding mit einem Auge. Ich sag's mal falsch. Willkommen im Turnier der Königreff. Das kann es ja uns hier kommen, unsere heutigen Teilnehmer. Nach einem spannenden Stadion ist unser Spitzenreiter wieder auf dem Sprung und steht bereit, sich in die Schlacht zu stürzen. Begrüßt den geheimnisvollen Fremden. Okay, ja, es wird gleich. Seine Gegnerin ist eine tödliche Typhoon, die Hurrikanhölle auf Erden und die Winde, die den Fessel, das von ihm verrückt werden. Begrüßt Vendetta! Alla Uhafni ist da. Und Siri ich auch. Ich wollte gerade sagen, also. So eine komische Nasen-Hufeisen-Flotte haben wir zuerst. Los geht's, unser Kampf. Mit dem ersten auf dem Platz fertig. Tot! Komm, die rasieren wir jetzt auch wieder so. Was haben wir da? Stierstar, Sausmaus, gemeiner Gimpel. Ey, den gemeinen Gimpel kenne ich noch. Die Sausmaus. Aus die Maus. Oh, wir treffen immer drei, das ist gut. Oha, direkt tot. Ist das so eine Attacke wie Fliegen, dass die eine Runde brauchen dann? Ich glaub schon, oder? Ja. Heißer Tanz. Ja, aber das ist cool mit dem Betäuben. Ich meine, das Betäuben ist mit das Stärkste bis jetzt. Schlaf hat, glaube ich, den gleichen Effekt. Und Schlaf ist vielleicht sogar länger. Ich finde es aber auch interessant, dass hier auch die Haken angezeigt werden, ob man ihn gefangen hat, obwohl das halt Gegner sind. Oha, Raserei. Wir müssen Siri leider töten. Und stirb. Los! Unser guter Schokolas. Der Gewinner des ersten Kampfes ist der Gazzolke Fremde. Das war ein richtiger Aufrei. Applaus für den Sieger. Oha. Unser nächster Teilnehmer bereitet seinen Gegnern buchstäblich Kopfzerbrechen hier draußen davon, aber sich rächen. Es ist der große Gekkard. Was wohl geskriptet ist, dass das jetzt genau dieser ist? Oder ob es einfach irgendwelche Leute sind, die random halt irgendwann kommen können mit dem Namen? Diese Frage, ich meine, wenn man jetzt dann nochmal versucht zu kämpfen, würde es man herausfinden. Also wir müssen mal gucken, ob dann die Flotte-Lotte nochmal kommt. Und nun unser zweiter Kampf auf die Plätze, fertig, tot! Ich glaube, ich kenne den. Also der die trainiert, den kenne ich, glaube ich, als Gegnertyp. Oh, und den mit dem Honigtopf auch. Wampendrache, Giftechse und rüppeliger Ritter. Den rüppeligen Ritter finde ich cooler als Schepperle. Nee. Kommt die sagen? Schepperle hat Stil. Schepperle gibt's in gefühlt allen Farben des Regenbogens.
Alter, Tims spielt gerade ganz entspannt Pokémon Gelb, nachdem er Lies of P beendet hat. Pokémon Gelb? Kennst du Lies of P? Nee. Das ist ein Souls-like. Ähnlich wie Elden Ring. Und da geht's um Pinocchio, deswegen Lies of P. Pinocchio und die sind alle böse und es ist eigentlich ganz anders. Also es hat nicht viel mit Pinocchio zu tun, aber ja. Was macht er? Oh, er kann auch einen Multi-Angriff, der aber nicht so stark ist. Giftechse direkt tot. Weißt du, was ich mich frage? Wenn alle groß sind. Also zwei haben. Zwei? Wirklich? Ja, die brauchen jeweils zwei Plätze. Ach, zwei Plätze. Ja gut, doch, dann macht's ja natürlich. Denn es gibt nochmal eine Riffy riesig. Aber dann ist doch, das frage ich, was ist dann am sinnvollsten? Einen und zwei kleine? Vier kleine? Weil zwei große kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn ihr auf einen großen dann nur Damage macht, dann wäre er immer zwei haben. Unglaublich, der Gewinner der zweiten Runde ist der kleine Sonnefremde. So, unser Ausnahmetalent geht's ja noch hinauf, aber halt ihm vielleicht sein nächster Gegner. Oha. Oh, den kennt ihr auch. Er ist ein Meister des Schwerts und macht gerne Terz. Seine Gegner bringt ihn nicht als Schmerz. Er ist Ulf, der Unsichtbar. Alle wieder die tollen Namen. Oh, guck mal, den Kampfroboter. Und was ist das andere? Der Kampfroboter ist jetzt der Große, okay. Seid ihr bereit für die letzte Runde? Die fesselt euch bis zur letzten Sekunde. Auf dem Platz ist fertig tot. Weiß ich nicht. Kann doch der Rechte sein. Aber in der Mitte steht wahrscheinlich der Große. Ja. Interessant. Stechosaurus, der da einfach klingt. Und der Sichelschlitzer. Das ist einfach ein... Wie nennt man das? Ein Säbel? Ja. Das sieht aus wie der Säbel von Big Mom. Der hat auch Augen dann, weil sie hat dann die Fähigkeit, Leute, also Dinge lebendig zu machen, zu Yokais und so. Ihr eine Seele zu verpassen. Sie hat nämlich dann ein Schwert. Napoleon heißt das Schwert. Haben wir auch schon ewig nicht mehr geguckt von Pierce. Ja, das muss auch nochmal nachgucken. Guck mal bei der Fahrt. Mein Tablet mit, dann gucke ich von Pierce und du kannst kommentieren. Ja, können wir gerne machen. Oh ja, ganz toll, die ganze Fahrt von Pierce gucken, was soll ich denn? Bin ich ja durch, ja, ne? Alter. Ja, wir machen natürlich auch zu Pause. Pinkelpause und so. Karaoke-Pause. Das war ja easy. Vielleicht könnten wir hier auch noch eins schaffen. Vielleicht werden wir auch wieder instant zerstört. Man weiß es nicht. Darf man hier überhaupt noch eins machen? Sehe ich das richtig? Der Gewinner der KWF ist der jugendliche Neuling, den noch großes erwartet. Der ganz volle Fremde. Applaus! Ich weiß nicht, was war jetzt leichter? Das erste bei dem anderen oder das erste hier? Ich glaube, hier war es leichter. Also hier sind die auf jeden Fall schneller gestorben. Ich fände jetzt auch die zweite irgendwie schwerer als das dritte. Also ja. Der zweite Kampf von den dreien jetzt. Oh, du gewinnst ja. Schleimfach immer. Aber ich hatte mir schon gedacht, dass es für dich laufen würde. Wie geschmieren hier ist dein Preis für den Siegkadriff? Oh, wow. Oh, hatte ich aber eine großartige Zukunft bis zum nächsten Mal. Ja, komm, wir probieren es direkt. Ich meine, es kommt wahrscheinlich eine Sequenz. Ah, ne. Ah, da bist du, ne? E können wir doch noch schaffen. D wird dann schwierig. Ah, E hat man beim letzten Mal auch geschafft, ja, genau. Deswegen. Ah, dann könnte aber jetzt das doch schwieriger sein als die andere E-Klasse. Oha, wer sind sie denn? Hat auch wieder so einen Stab zum Dirigieren. Willkommen zum Kategorie E-Event im Kailuseum. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Randolfo, den Tyrannen. Was? Papa? Papa ist einfach dabei. Krass, wie damals Cranky Kong bei dem Mario-Film. Und jetzt wird Zeit für unseren heutigen Kampf. Unser erster Teilnehmer steigt mit teilsprecherischem Tempo und die Rangleitung auf die der ganzen Familie. Sein Gegner gibt den Kampf gerne den Takt an. Ein Mann von elementarer Mentalität und monumentaler Brutalität. Gustav Zermala. Hätte es irgendwie ein Wortwitz gefeiert wie Bach oder irgendein... Eine Säule. Ach Gott, macht euch bereit für den ersten Kampf auf der Plätze. Fertig. Tod. Also so ein, wie sagt man? Dichter. Nee. Nicht Dichter. Komponist. Alter, eine neue Aubergine. Eine Haubergine. Algenkönig kenne ich auch. Die schwofende Säule und der Küsser. Eine neue Variante. Was ist schwofend? Ich kenne nur schwelend. Weiß ich nicht. Schwofen. Schwofen ist ein anderer Begriff für tanzen.
aller Frosterbunken ein bisschen zu schwufen. Das habe ich ja noch nie gehört. Alter, morgen schwufe ich mit meiner Freundin. Das klingt nach was ganz anderem. Ja, ich wollte gerade, das muss also mal so aus Gag bringen. Ja, ich gehe morgen mit meiner Mutter schwufen. Mach mal. Oh Mann, ey. Oh Gott. Bröckel. Die Säule, die macht mir Angst. Also die hat ADHS, glaube ich. Mann. Jetzt hat sie gar nichts mehr. Er ist wieder aufgewacht, sehr gut. Gibt doch keine EP bei den Kämpfen. Und der Gewinner der ganz vollen Fremde. Jeder Konkurrent, den er K.O. schlägt, lässt seine Fans vor Freunde in Ohnmacht. Sein nächster Gegner ist ein massig muskulöser Maulheld, der sogar den fiesesten Faustkämpfer in den Schatten stellt. Paul Pro. Ah, die sehen ja auch schon wieder krass aus. Ah, den ganz rechten kennen. Im zweiten Kampf machen wir richtig Dampf auf die Plätze fertig. Ho! Ich glaube, die anderen aber nicht. Wie haben die denn? Oh, doch, den ganz rechten auch. Abartiger. Schilddogger. Ursa Major. Ursa ist ein Bär. Major heißt groß wahrscheinlich. Springschakal. Der ist halt gefühlt Wolverine einfach. Ja. Den Abartiger habe ich zumindest mal gehört, den Namen. Ich habe ihn auch mal irgendwo gesehen schon, ich weiß es nicht. Könnte sein, dass der auch aus Dragon Quest 11 ist. Muss ja eigentlich. Oder warte. Vielleicht Treasures? Nee. Ja, gucken mal nach, wir forschen mal nach, wo der überhaupt vorkommt. Aber diese Wortwitze, also wirklich. Ja. Vor allem, das sind ja auch in jeder Sprache, muss es die da geben irgendwie. Mama mia. So. Ja, Dragon Quest 11 gibt's ihn auf jeden Fall. Vielleicht haben wir die auch schon. Ja, das ist auch wieder viel zu einfach, als ob dann das danach wieder so viel schwerer ist. Oh, jetzt sind wir betäubt. Nehmen Sie auf. Und was ist denn jetzt bei Schild? Ach, Schildogre! Ich hab Schildogre. Unfassbar, der Gewinner ist der geheimnisvolle Freunde. Jetzt kommt Papa. Jeder Muskelberg wird vor ihm zu schwer, aber wer tritt als nächstes gegen ihn an? Alter. Sie ist ein Mysterium im Mini-Format, aber ist maximal gefallen. Denn sie lässt das Kräfte knallen. Bomber Jackie! Bomberjacke wahrscheinlich. Palettenlöffel. Und schon wieder so ein Blaseding. Und der eine, der eben ein Gegner war. Trainer. Es wird halt für unsere letzte Begegnung. Habt ihr Lust auf ein bisschen Action? Auf die Plätze fertig, tot. Und wieder so ein Knallkugel. Ich glaube, der kann Explosionen einsetzen, dieser Stein. Vampir heißt der einfach mit W. Ach, wegen Wampe. Oh. Felsenbombe, Gasdrache und Pudding-Dämon. Weil der einen Löffel hat und Pudding und... Ah, ich glaube, wir sollten das nächste nicht machen, Jan. Oh Gott. Das wird jetzt auch schon schwer. Felsending, ich muss sterben. Ich glaube, der ist das Schlimmste. Oh, betäubt. Darf halt nicht unser Healer gleich sterben. Oh, alle betäubt. Sehr gut. Brauchen halt die Mittelheilung, das ist wichtig. Felsenbaum, man muss halt außer Gefecht bleiben. Vielleicht haben wir die bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder irgendwo kämpfen. In einem Arena-Ding. Ich hoffe. Ich glaube schon. Ich meine, fehlt ja gar vielleicht nicht, ja. Nicht mit. Vielleicht auch nicht zwingend mit dem Charakter, sondern mit irgendjemand anders, den wir dann haben wollen. Das ist mir egal. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Und dann kann man.
Nein. Ich weiß nicht, ob der Tausch okay ist. Ich finde den jetzt nicht so okay. Nee. Oh, super. Oh nein, aber unser Heiler schläft. Ah, der verfehlt. Gute Nacht. Komm schon. Hast du hier, komm. Oh Gott. Komm. Heute ist ein Stachelhaut gestorben. Oh mein Gott. Knappe Kiste am Ende. Da war noch ganz viel drin. Ja, easy. Ja, unser Drache hat ja noch fast volle Leben. Da ist der Gewinner der Kategorie E ist. Die geflügelte Kampfmaschine, der geheimnisvolle Fremde. Das Publikum kann noch kaum an sich halten. Mach du. Dieser Mann kann das sein? Dieser Junge hat wirklich was Besonderes an sich. Weiß er nicht, dass er sein Sohn ist? Ja doch, ich glaube schon. Warum sagt er das dann so, dieser Junge? Okay, das können wir natürlich auch als Sohn bezeichnen, ja, aber es klang halt auch so... Na, es lief ja wie geschmiert, hier ist der Preis für den Alter, das ist Wiederbelebung. Ich kann es kaum erwarten, dich hier wieder in Action zu erkleben. Aber Kleber treibt es nicht. Nee, machen wir auch nicht, reicht jetzt. Nee, wir halt. Warte mal, sind wir jetzt voll direkt? Oder? Sollten, ja. Geh jetzt nochmal zu den guten alten Hokuspokus. Ja. Ach, wir sollten sogar beides hieß, machen. Nee, der hieß anders. Der ja, hieß, ich weiß. Pixi? Nee. Helix. Ja, Helix. Ah, grüß dich. Glückwunsch zu deinem Sieg in Kategorie E. Es läuft ja wie am Schnürchen für dich. Oh, da bist du ja, Merlin. Also, es gibt eine miaugliche, ein Miaugie-Forscher namens Dr. Helix, der nach strammen jungen Leuten sucht, die bei ihm beim Experiment helfen. Und dabei liegt ein Katzensprung vom Kaiserschirm entfernt. Vielleicht schaut ihr mal vorbei. Oh, das könnte mal eine Chance sein, für den berühmten Mr. Helix zu arbeiten. Nichts wie los. Das war interessant, weil er nennt sich Professor, aber der andere ist nur Doktor. Professor steht eigentlich über Doktor. Hm. Na gut, let's go. Teleportieren wir uns hin. Man meinte doch, dass wir jetzt beides machen mussten. Ja. Scheinbar. Aber gut, dass... Nee, ich find's schade, dass man jetzt nicht gegen die Decke stoßen kann. Ich find's nicht schade. Das hatte Charme. Ja, es ist lustig, cool irgendwie, aber... Ist ja auch sinnvoll. Was halt aber praktischer, wenn's halt nicht so ist. Praktisch allemal. Hab ich den gesprochen? Ja. Ah, so weit lästig ist, ich muss einfach jemanden finden, der das Ding besorgen kann. Ich glaube, da war noch ein Krug links in der Ecke. Oh, ich bin Dr. Helix. Der weltberühmte Magnetforscher. Was führt euch hierher? Ja, da. Man sieht's nicht. Ist einfach ein Schallgeil. Oh, sieh nur. Ja, es ist tatsächlich Dr. Helix. Na, hab ich euch gehört? Der verschwollene zweite Sohn ist also zurückgekehrt. Shamuti, du bist hier, um etwas über das Geheimnis der Evolution herauszufinden. Was ist das eigentlich? Nein, ich kann nicht Gedanken lesen. Amon hat mich nur schon darüber informiert. Über dich. Ja, das Geheimnis der Evolution ist ein verloren gegangener okkulter Mechanismus, den ich versuche wiederherzustellen. Alle Legenden verändert er das Erscheinungsbild des Benutzers und gefährdet ihn unvorstellbare Kräfte. Wer vollständig zum Monster werden will, könnte es sich damit bewerkstelligen, sofern er dafür seine Menschlichkeit aufnimmt. Lass mich raten, am Ende machen wir es gar nicht und wir werden voller Mensch. Naja. Allerdings ist eine gewaltige magische Kraft erforderlich, um das Geheimnis der Evolution zu erschließen und 1000 Jahre Übung braucht er. Ach, die Zeit haben wir. Bitte 1000 Jahre, aber bis dann bin ich doch ein alter Mann. Nee, bist du nicht. Keine Sorge, wer ein wenig Sand der Zeit besitzt, tja, für den können ja Tausende in ein paar Augenblicken verstreichen. Ja, aber der fünfdimensionale
Kristall, der für seine Herstellung möglich ist, kann nur der glitzernden Grotte im Kreis des Wankelmuts gefunden werden. Wankelmut ist das Gebiet, wo es Essen, also Donuts. Nur, mein Junge, bist du bereit, dorthin zu reisen und einen fünfdimensionalen Kristall zu beschaffen? Ja. Ich glaube, der Witz ist Helix-Helix. Es ist eine Doppelhelix und deswegen Doppelhelix-Helix. Anna, das hast du geantwortet. So, den hier wirst du brauchen. Und welche Farbe? Blau? Einfach krass. Na dann. Klar. Ja, ich habe von den Hauptfarben so ein bisschen durchgeguckt. Blau. Ich meine, Grün ist keine Hauptfarbe, deswegen. Ja, gewährt der Zutritt zu 3 weiteren Reichen in Adiria. Gute Reise und viel Glück. Oh, direkt 3. Dieser fünfdimensionale Kristall scheint der Schlüssel zum Geheimnis der Evolution zu sein. Wir sollten wahrscheinlich zum Kreis des Wankelmuts aufbrechen und nach der glitzernden Grotte suchen. Sind wir jetzt aber von den 3, die wir haben, das bessere jeweils, oder wie noch? Nee, ich glaube, der sorgt einfach dafür, dass du nicht nur zu einem kommst, sondern zu mehreren einfach. Hey. Bevor ihr aufbrecht, sollen wir uns unsere Heil-Handy-Nummern austauschen, wärst du so freundlich? Heli. Nicht Heil. Hey. Wie? Du hast kein Heli-Handy? Ich wollte gerade sagen, und das in der heutigen Zeit, ja, als wenn ich habe ich ein altes Modell hier rumliegen. Also das iPhone 2. Alter. Er ist einfach das SCUS vor. Er hält ein Heli-Handy. Du hast die Zeit spulen. Das, mein Junge, ist ein magisches Gerät, mit dem wir jederzeit. Oh, stimmt, du meintest. Warte mal, Evolution könnte vielleicht auch dafür sorgen, dass die Jahreszeiten wir ändern können, egal. Und von jedem Ort aus Kontakt halten können. Wenn es klingelt, dann geh einfach ran. Aber vielleicht das musst du noch mehr können. Nee, das wird geupdatet später. So, jetzt wollte ich gucken, da in der Ecke war noch ein Krug. Belassen. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mal wieder in den Kreis des Wankelmuts und dann mal gucken, ob wir direkt diese Glitzergrotte da finden. Oh cool, da kann ich vorlesen. Der Lokal-Matador. Okay, ja, fangen wir erstmal hier an. Brandi, der jüngste der Glutsbrüder, ist im Vergleich zu seinen verschlagenen Geschwistern relativ einfach gestrickt. Er ist daran gewöhnt, dass die anderen eben ständig Streiche spielen. Der Lokalmatador auf dem unteren Rang des Kreises der Schwelgerei. Oh, dann doch nicht. Dann ist es doch ein anderer Bereich, scheinbar. Wegen seiner angeblichen Verstrickung in eine komplizierte Dreiecksbeziehung war von ihm kurzerhand aus dem oberen Rang. Er droht anderen gern damit, ihnen den Hals umzudrehen. Gut. Guck mal, wir haben 9,1% angeworben insgesamt. Und die Krone sind wahrscheinlich die Bosse oder so. Vielleicht können wir die nochmal gesondert kriegen. Naja. Dann würde ich sagen, nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Quest Monsters, der dunkle Prinz. Tschüss. Tschüss.